Hallo und herzlich willkommen zurück bei Project Unstable 6. Da sind wir wieder. Und folgendes. Ich habe mir jetzt mal überlegt gehabt, was wir machen können. Ich habe mir auch mal zwei, drei Sachen vorbereitet. Schon mal werden wir diese Folge nicht unbedingt dazu kommen. Und zwar, zum einen müssen wir mal Blood Magic ein bisschen upgraden. Da merke ich gerade, ich habe kein Blut mehr drin. Moment. So. Und zwar möchte ich nämlich gerne den Blattaltar auf den nächsten Tier upgraden. Dafür brauchen wir dann Beacon, was nicht das Problem ist. Das Zeug dafür haben wir, dass wir einfach praktisch einen Beacon machen können. Aus dem einfachen Grund. Okay. Damit wir uns Ethereal Slates machen können. Und mit Hilfe von Ethereal Slates und zwei Dusk Elemental Inscribing Tools können wir nämlich unseren Ritual Diviner upgraden, sodass wir dann einen Dusk Ritual Diviner haben. Und das ist so ein bisschen erstmal das Ziel, dass wir den noch kriegen, weil dann würde ich nämlich gerne mit Hilfe des Ritual Diviners, ich kann mal ganz kurz zeigen, ich habe hier schon mal was angefangen, hier eine kleine Höhle zu machen. Mit einem kleinen Raum hier unten. Hier unten sollen nämlich Mobs spawnen. Also praktisch das hier unten machen wir dunkel. Ich muss mal gucken, inwiefern mir das am Ende nun gefällt. Dass ich vielleicht sage, okay, wir machen Spawner rein oder wir machen keine Spawner rein. Dann haben wir ein Ritual, welches diesen Bereich im Endeffekt nutzt, um da drinnen Mobs zu damagen, sag ich mal. Das können wir mit Hilfe des Ritual Tinkerers, oder wie das Ding heißt, Ritual Tinkerer, können wir das Areal definieren, in welchem er praktisch die Mobs damagen soll. Und dieses Ritual, ich habe vergessen zu sagen, was für ein Ritual, und zwar das Ritual, was die Kristalle wachsen lässt. Das tötet hier unten Mobs, lässt hier Kristalle wachsen. Diese Kristalle werden dann praktisch erstmal benutzt und damit wird erstmal aufgefüllt, wie wir es letzte Staffel gemacht haben, ja. Werden dann erstmal benutzt, dass wir das Demonic Willen die Aura bekommen, damit die Kristalle wachsen. Und danach machen wir, also praktisch, das sind hier, bis hierhin geht ein Chunk, das heißt, hier kommen dann die Kristalle einfach hin in diesen Chunk, dass die praktisch so ein bisschen einfach an der Wand und so weiter sind und dann sich ablösen und dann werden sie eingesammelt und dann werden sie wieder aufgeschmolzen, also praktisch aufgeblubbert, das passiert dann irgendwo unten, dass wir das nicht unbedingt sehen. Und dann wird es hier hinten, das ist nämlich der nächste Chunk, einen zweiten Chunk geben, in dem auch Sachen aufgeblubbert werden. Allerdings werden die dann nicht verwendet, um Kristalle wachsen zu lassen, sondern hier an der Stelle werden wir wir werden die Aura auch füllen, aber wir werden dafür sorgen, dass wir damit dann Tartaric Gems beispielsweise aufladen können, dass wir praktisch dann immer, dass wir einen Hellfire Forge dort haben und wir können dann praktisch den einfach nutzen. Den Hellfire Forge können wir dann theoretisch sogar oben platzieren, aber oben drüber ist halt mitten im Haus, also das wird nicht unbedingt was. Wir können in dem Chunk natürlich viel machen, können irgendwo bei Thorncraft dann noch im Endeffekt den Hellfire Forge mit reinstellen oder so. Müssen wir mal gucken. Ja. Jedenfalls ist das jetzt erstmal so ein bisschen der Plan und ich möchte aber gerne noch eine Sache machen und zwar, weil das hier noch einen Moment braucht, ist mir nämlich noch was anderes aufgefallen. Wir haben ja hier immer so ein bisschen Probleme mit Flux, wenn wir praktisch jetzt hier was aufblubbern. Und wir werden das jetzt vielleicht mal ein bisschen mehr brauchen, weil wir nochmal die ganzen Blood Magic, wir wollen mehr Rune of Sacrifice beispielsweise haben. Damit wir mehr Blut rausbekommen, natürlich aus den Sachen, damit die Rituale besser laufen können und so weiter. Und hier oben filtern wir raus. Also hier konnten wir immer Jars hinstellen, aus diesen Jars haben wir es rausgenommen, haben das gefiltert und am Ende kam das in die Worte Jar rein. Ja, wir werden das ein bisschen versuchen zu verschönern. Und zwar gibt es nämlich von Thorncraft die Essentia Centrifuge. Wir müssen nämlich im Moment, müssen wir ja praktisch Essenz reinleiten. Die Essenz geht hier rein und wird zu Vitium. Wir können das Vitium aber nehmen, mithilfe der Essentia Centrifuge, in einen von den beiden Bestandteilen, also entweder Perditio oder Precantatio, praktisch umwandeln wieder, also wieder zurückwandeln. Das bedeutet, wir haben die Möglichkeit, die Essenz zu ändern und dann können wir sie wieder reinfüttern. Das sollte hoffentlich ein bisschen was bringen. Wir werden natürlich immer noch eine ganze Menge verbrauchen. Also wir werden mehr verbrauchen als an Essenz, als wir praktisch rein. Also wir brauchen trotzdem einen stetigen Zuwachs von Essenz. Aber wir verbrauchen wesentlich weniger, weil wir die ganze Essenz, die hier drin ist, wieder aufspalten können und ich weiß nicht, wie viel das frisst. Warte mal, stand das drinne? Was war das? Der Fluxkondenser. Moment, ich guck mal ganz kurz. Nee, das war hier. Nee, da. Da.
5 oder more Essentia von einem Typen. Genau, every point of flux drawn from the aura will require. The type of Essentia doesn't matter as long as I not use flux Essentia, also tainted, taint hier, ne? Essentia can be piped into the sides of the condenser and the resulting flux can be, genau. Genau. Und diese Lattice, da bin ich mir so ein bisschen... Ja. Kann ich da... Ja, okay. Na gut. Ich kann mal kurz nochmal antipseln. Sehe ich da vielleicht mehr? Kostet 5 Essentia. So. Wie viel kosten die Lattice? Es geht. Brauchen wir im Endeffekt nur Thaumium. Das kriegen wir hin. Das heißt, wir könnten das noch ein bisschen ausbauen. Und wir probieren heute mal praktisch dieses Setup ein bisschen zu verschönern und zu verbessern. So. Dafür. Muss ich erstmal kurz niesen. Ah. Hilfe. Okay. So. Jetzt sind wir wieder voll dabei. Essential Centrifuge. Also wir brauchen ein... Habe ich hier noch eigentlich was? Seminary Breath, Thaumium, Void Seed, Ember, Quartz, Sliver... Nope, okay. Habe ich hier noch was davon? Thaumcraft, ja. Wir brauchen einmal Rare Earth. Glass Pane. Iron Plates. So. Chemical Construct brauchen wir auch noch. Ups. Zack. Thaumcraft. Breastplates brauchen wir noch. Wir brauchen noch ein paar Tubes, die werden nicht reichen. Dafür brauche ich noch Quicksilver Drop, Glas und Alchemical Brass Nugget. Gut, machen wir das mal hier zu Nugget schnell. Warte. Nugget? Bin ich richtig? Ja. Okay. Quicksilver. Hab ich hier nicht. Hier habe ich noch ein paar Drops. Okay. Dann machen wir erstmal. Glas brauche ich noch. Dann machen wir erstmal noch ein paar Pipes, weil die brauchen wir eh. Warte, nicht Pipes, Tubes sind es ja eigentlich. Also das. Und das. Nee, falsch. Das. Das und das. So, machen wir mal. Ach komm, wir machen gleich drei. So, einmal das weg. Iron Plates hat ja nochmal ein paar gemacht. Genau, wunderbar. Okay, dann brauchen wir einmal das hier. Dafür brauche ich noch Sticks. So. Ups. Also einmal den Mechanism. Morphic Resonator. Und wir brauchen noch Essentia. Valves, also nochmal, falsch, zwei, und, zack, und zack, 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 so, und was fehlte noch? Greatwood Planks, nee, das war's nicht, da war's, nein, das, ja, okay, huch, so, okay, zack, 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 einmal nochmal das und zack, einmal nochmal das. Okay, wir haben die Essential Centrifuge. Wunderbar. Einen Buffer hatte ich, glaube ich, noch. Buffer? Nee. Hatte ich nicht. Okay. Das heißt, wir brauchen nochmal einen Essential Buffer. Wir brauchen nochmal Valve. Also ein Lever. Und wir brauchen noch Restricted. Und das war einfach nur das Craft. Sehe ich das richtig? Directional, nee. Restricted, achso, es war Terra. So, genau. Restricted einmal. Wunderbar. Huch, falsch. So. So, was, einmal das noch. Und dann fehlt noch die Files. Hatte ich da noch welche? Okay, wie mache ich die? So, gut, das geht. Das geht schnell. So, also nochmal einen Buffer gemacht. Flup,
Wunderbar. Gut, dann kann ich die erstmal packen. So, und damit haben wir jetzt eigentlich erstmal alles, was wir brauchen, um das mal so ein bisschen zu testen. Es kommt ja unten raus. Das heißt, wir könnten theoretisch die Centrifuge direkt hier an die Seite packen. Es kommt ja dann oben raus, ne? Ja, dann könnten wir das hier wegmachen. Können hier mal die Dingens hinmachen. Genau. Und dann können wir oben wieder rausnehmen eigentlich. Ups. Im Endeffekt so, ne? Also wir brauchen einen Buffer. Oh, verdammt, ich baue viel zu viel ab. Okay, wir machen erstmal folgendes. Wir machen erstmal nur einen Buffer. Wir gucken erstmal, wie es funktioniert. So. Und dann schließen wir einfach... Warte, wir machen das mal... Was für eine Suction das Ding? Nein. So. Null. Okay, also muss ich theoretisch rausnehmen? Ich probiere mal ganz kurz was. Ah, es funktioniert doch. Okay. So, das Ding hat eine Suction von 0. Okay, aus irgendeinem Grund saugt es trotzdem ein. Ist ja okay. Contains 2 Precantatio und genau, Petitio. Wunderbar. So. Ich setze mir mal ganz kurz hier das Brillchen auf. Ups, ich will gerne die Brille nur. Damit wir hier sehen, was Sache ist. Super. Okay, der Buffer ist mittlerweile voll. Hier steckt noch was drin. Hat es jetzt eine Suction? Nö. Okay. Gut, und das können wir jetzt theoretisch einfach hier reinpacken. Das Ding hat nämlich eine Suction von, genau, 128. Wunderbar. Das heißt, es sollte funktionieren, dass das Ding jetzt das rausnimmt. Genau. Wunderbar. Und damit arbeitet das Ding. Contains von Vitium Essentia. Okay, ja, das muss dann theoretisch noch raus. Das heißt, wir müssten das hier reinleiten. So, das heißt, das Ding fängt an und arbeitet, wann immer wir einen Dingens bekommen, ne? Sehe ich, wie viel da noch drin ist? So, die Vitium wurde rausgenommen, wird zerlegt. Genau. So, ich will mal kurz wissen, wie viel ich aus einem Vitium rausbekomme. Sollte ich ja theoretisch nur eins von beiden Typen... eigentlich hat es ja gesehen, ja. Eins von beiden Typen. Okay, das heißt, das funktioniert theoretisch. Das heißt, das Ding kann sich alles reinsaugen und arbeitet jetzt schon mal ein bisschen im Kreislauf. Wir können natürlich noch zusätzlich was dazu packen, was halt nicht diese Essenz hier sein darf, diese Vitium-Essenz. Aber es scheint relativ gut zu funktionieren. Ich weiß halt nur nicht, wie... Ich wünschte, ich könnte sehen, wie viel hier drin ist an Essenz. Das wünschte ich echt. Okay, so, jetzt will ich nochmal kurz überlegen, wie wir das vielleicht noch ein bisschen schöner machen könnten. Da ich... Ja, ich mach das mal folgendermaßen. Wir machen da das Ding weg. Das Ding weg, das Ding weg. Wir machen es nochmal weg, so. Zack, zack, zack. Und zwar möchte ich nämlich gerne dafür sorgen, dass wir das Ding so benutzen, dass wir das Zeug ein bisschen weiter wegschaffen erstmal. Also praktisch, dass wir mit der Essentia-Tube erstmal ein ganzes Stück nochmal laufen. Und dann ist okay. Beziehungsweise ich muss eigentlich erstmal das hier zerbersten in alles Mögliche. Ich will halt gerne hier vielleicht noch mehr von diesen Lattice dran packen können. Das heißt, ich knall das mal. Das ist vielleicht zu weit. Ups, nein, so. So, hier kommt das raus. Ah, das mal. Ja, so zwei breit. Komm. So, ich mach das mal. Was ist das? Wir machen mal zuerst das hier kaputt. So, wir sind noch 150 drin. Das sollte uns, ups, noch einen Moment am Laufen halten. Und wenn das Ding dann leer ist, dann machen wir es anders. So, dann machen wir das mal so. Und dann gehen wir nach hier vorne. So. Am liebsten würde ich es eigentlich dahinter machen, aber das kriegen wir nicht schön hin. So. Auf jeden Fall, das Ding kriegt erstmal Zeug. Wie gesagt, wir müssen halt nur mal gucken. Ich weiß nicht, wie wir die Flux-Kondenser gut ausgewechselt kriegen. Ich glaube, das Problem haben wir schon das letzte Mal, was ich da überlegt hatte. Hm. Na, und der Vorteil ist halt, wir können hiermit, wie gesagt, einen Haufen loswerden an Essenz und können die umwandeln. Was uns hoffentlich
eine extreme Ersparnis einbringen. Ich weiß halt nicht, wie viel wir jetzt generieren, aber es sah relativ okay aus eigentlich, sodass wir nicht so viel zusätzlich bräuchten. Ja, wir nehmen ein bisschen ab, das ist gut. Oh. Yay. So. Gut. Aber das Ding braucht jetzt... Ja, das brauchst du einen Moment. Ich würde trotzdem gerne... Also wie gesagt, das Problem ist halt, wir kriegen aus einem Punkt von irgendeiner Essenz, kriegen wir nur einen Punkt von einer anderen Essenz. Das heißt, wir müssten immer noch irgendwie dafür sorgen, dass wir natürlich an Essenz kommen. Und ich weiß nicht genau, wie wir das machen wollen. Meine Idee war jetzt, dass wir Cobblestone... Cobblestone nehmen. Cobblestone hat nämlich 5 Terra und ein Precantatio. Das heißt, nicht Precantatio, Petitio. Das heißt, wir kämen schon mal weit. Wir können natürlich das auch noch kompressen, dass wir jetzt hier irgendwie Single Compress nehmen. Da kriegen wir noch ein bisschen mehr rein. Aber wir könnten das theoretisch dauerhaft aufschmelzen. Wir bräuchten natürlich auch eine dauerhafte Versorgung von irgendwelchen Sachen zum Aufschmelzen von irgendwelchen Items. Die kriegen wir aber aus der Baumform. Das sollte reichen. Die Frage, die ich mir halt nur stelle, ist, produzieren wir mehr Flachs, wenn wir das versuchen aufzublubbern, als wir am Ende rausbekommen? Das ist meine Frage. So, wir ackern hier durch. Wenn wir das Ding leer haben, dann... Wir sind 6 Vitium schon mal drin. Reicht natürlich nicht, wenn wir jetzt gucken, wie viel wir schon verballert haben. Ich weiß halt nicht... Das ist das Einzige, was mich stört. Ich sehe nicht, wie viel Essenz ja jetzt drin ist. Ob er die alle verbraucht schon, was wir praktisch jetzt hier zerteilen. Oder ob er zu... ich weiß es nicht. Ich meine, ich sehe ja hier nie, wenn was drinnen liegt. So, jetzt haben wir 1 drinne, 2 drinne, 3 drinne, 4 drinne, okay, 5 drinne. Okay, manchmal geht es schneller. Okay. Sollte aber eigentlich die gleiche Geschwindigkeit haben. Okay. Na, wir gucken trotzdem mal. Ich lasse es mal noch leer laufen. Ich packe mal ein bisschen was weg hier. So, das können wir alles wegpacken. Die Creeper-Köpfe hatte ich übrigens dabei, weil ich noch Mortuus brauche. Damit wir uns nämlich ein wenig... Muss ich suchen? Moment. Damit wir uns dann... wie heißen sie denn? Okay, das Ding ist wieder verklumpt. Hat sich was geändert? Nope. Ich sehe jedenfalls nichts. Okay. Es hieß eigentlich, es sollte hier irgendwie... okay. Essentia Filter. Ich meine, die zu produzieren ist jetzt nicht das Problem. Ne? Das kostet eigentlich gefühlt nichts. Brauchen halt nur Silverwood. Was jetzt nicht das Problem für uns ist. Und Gold haben wir auch mittlerweile auch keine Probleme mehr. Da haben wir 4000 oder sowas. Wir können da jetzt wirklich... Machen wir einmal ein Stack. Silverwood... Blanks sind das dann, ne? Ja. So, machen wir einmal diesen da. Zack. Flup. 40. Ich brauche nochmal Aqua. Nein. Da ist es. Ups. Bisschen zu viel. So. Machen wir mal den Stack erstmal voll. So. Wunderbar. Super. Da haben wir nämlich schon mal einen Stack nochmal an den Dingern übrig. Und dann muss ich jetzt nur gucken, wie wir die theoretisch da reinkriegen würden. Also ich hoffe einfach mal, dass jetzt nochmal... Jetzt habe ich das da oben manuell reingemacht, weil ich doof bin. 11 Video mal drinnen. Aber ich weiß nicht, wie viel jetzt da drinnen das Ding... Das Ding kann ja irgendwas auch zwischenspeichern. Es verbraucht... Warte, was hatte ich gesagt? 5 Dinger verbraucht pro Flux. Also wenn kein Flux da ist, sollten wir auch nur wenig verbrauchen, theoretisch. Aber, ja. Ich glaube, das Ding wird natürlich nicht reichen. Es wird definitiv nicht reichen. Wenn wir 5 brauchen und wir kriegen dafür einen Flux raus, dann haben wir nur eine Reduzierung von einem Fünftel, was trotzdem besser ist als nichts, aber, ja. So, kurz gucken. Kostet 5 Essentia. Ich kann mal, warte mal, was kostet jetzt nochmal dieser Essentia? Lettuce.
Zack. Den kann ich hier nicht machen. Moment, Staumium Plates, hatte ich noch welche? Nicht so viel, wie ich mir erhofft hatte. Kann auch mal einen machen. So. Wir gucken einfach mal kurz, ob das was verändert, aber ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, das war nur schön anzusehen. Das war's. Flup. Das Ding glitzert auch gar nicht. Ändern tut sich nichts. Ich lese noch mal ganz kurz im Büchlein nach, ob da noch mal irgendwas stand. Warte mal, Condenser. To determine it may appear as a single unbroken line. To determine the cost of conversation rate and of the condenser multiplier, I can simply use a resonator on the condenser itself. Das heißt, es sollte eigentlich funktionieren. Also theoretisch das Anzeigen dann. Macht aber nicht. Muss es vielleicht ein Block sein, wirklich ein großer? Okay, wir haben es leer. Wunderbar. Dann einmal das Ding hin. Flup. So, und damit arbeitet das Ding jetzt erstmal und dann sehen wir ja praktisch, wann es alle ist, weil dann tut das hier oben nicht mehr arbeiten. Warum haben wir eigentlich... Achso, wir haben eben gecraftet, ich bin doof. Hab mich gerade gewundert, warum wir so wenig Essenz haben. Kostet 5 Essenz. Okay, wir gucken mal. Wenn wir die Kosten nämlich runterbringen können mit Hilfe von den Lattice, wäre das natürlich mega gut. Dafür brauche ich halt nur Thaumium. Und dafür brauchen wir Präkantatio. Wovon wir noch 22 haben. Zack. 5. 5 und 5. Das heißt, wir brauchen mehr Terra und wir brauchen mehr. So, einen noch. Das ist erstmal gut. So, 4. Ups. Komm zurück. 4 reichen rein, theoretisch nicht für das, was ich jetzt erstmal... Na gut, warte, wir kriegen 2 raus. Wenn wir nochmal 2 bekommen... Okay, ja, wir probieren es mal mit den 2. Warte, stand im Buch was zur Form? Moment, also dass sicher irgendwas zur Form gestanden haben. Lattice blocks must be attached to the top of the condenser and all the connected lattice pieces must be above the condenser itself. Okay. Can attach many lattice blocks together, but any lattice pieces further than 8 blocks from the condenser will automatically attach. Okay. Is your electric possible to pack a large amount of lattice pieces into this 8 range, but the benefit a lattice piece provides is reduced for each other lattice piece it is connected to. Okay, das heißt, es wäre praktisch besser, einfach so praktisch Linien zu machen. Dass nichts mehr als 2 Connections beispielsweise hat. Unbroken line of lattice would be the best configuration, but occasionally the filter in a lattice piece becomes clocked and unusable. All lattice pieces after the clocked one will no longer add to conversation speed, though they will still add to the cost. The filter can be replaced by clicking on the clocked lattice piece with a fresh one. Okay. Also, machen die es jetzt höher oder niedriger? Achso, warte, nee, Moment. The more pieces I connect, the quicker the condenser can draw flux from the aura. It does, however, increase the essentia cost. Whoops. Dann machen wir das nicht. Ich hab beschlossen. Weil das wäre doof. Moment. Dann tschüss, Lattice. Jedes Ding... Erhöht Essenzkosten. Das ist natürlich nicht, was ich will. Moment. Komm weg. Wenn ich keinen lasse, sollte es ja gar nicht arbeiten, ne? So, er hat jetzt nichts und ich glaube, er macht auch gerade nichts.
Okay, jetzt brauchen wir 29 Sekunden. Okay, das ist einfach nur die Zeit. Das heißt, er braucht 5 Essenz. Also praktisch die Essenzkosten steigen nicht, aber die Zeit geht runter. Das heißt, wir machen... Aha, wir haben was bekommen. Wunderbar. So, das Ding arbeitet nochmal. Wunderbar. Okay, also 5 Essenz braucht er für 30 Sekunden. Und damit geht dann halt ein Flux weg. Ist halt langsamer, aber sollte theoretisch reichen. Okay, Moment. Und im Endeffekt, der erste kann ja immer klocken. Von daher. So, ich mach das mal so. Und wir sorgen mal dafür, dass wir das irgendwie dann besser hinbekommen. Also, Moment. Ich pack einmal ganz kurz ein bisschen was weg, was wir nicht brauchen. Das brauche ich erstmal nicht, das brauche ich erstmal nicht und die brauche ich auch erstmal nicht. Okay, gut. Das heißt im Endeffekt, wir würden es mit einem Kondenser Lattice lassen, weil wir brauchen jetzt nicht unbedingt so viel, was wir wegmachen. Weil wir es testen könnten, indem wir beispielsweise Cobblestone natürlich aufschmelzen. Das heißt, wir bräuchten nochmal einen Essentia Smelter, den könnte ich bis zum nächsten Mal machen, dass wir nochmal so einen Zaumium Essentia Smelter machen. Nochmal ein paar Auxiliary Venting Ports. Damit wir das Ding praktisch flugsfreier bekommen. Und dann stellen wir das Ding hier oben hin. Jetzt muss ich mal kurz gucken wegen Chunk. Das ist ein Chunk, okay. Das heißt, hier könnte ich das Ding auf jeden Fall reinstellen, hier in die Ecke. Und es würde dann theoretisch gehen, wenn ich das dann hier reinleiten würde von der Seite. Das ist praktisch alles aufschmelzen. Und praktisch, wenn es voll ist, dann schmilzt es ja eh nicht weiter auf, weil ja der interne Buffer voll ist. Und danach tun wir einfach praktisch alles reinleiten. Wir bräuchten noch einen Cobblestone Generator hier. Und wir bräuchten Strom theoretisch. Was ein bisschen doof ist. Weil anders bekomme ich keine Items. Habe ich irgendwas, was Items erzeugen kann? Egal wie doof es ist, das Item. Ich meine, wir könnten. Na, Bits funktionieren nicht. Wir brauchen ja irgendwas, was irgendwie auch aufgeschmolzen werden kann. Gut, wir können mit dem Block Breaker arbeiten. Das ist aber doof für Server Performance. Das heißt, ich würde schon einen Cobblestone Generator machen. Mal kurz gucken. Moment. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, Cobblestone zu machen? Ich nehme 6 Extruder, Pulverizer, Body Part Template, Void Ore Miner, Miserator, Signal, nee. Wir haben keinen anderen Cobblestone Generator, wenn ich mir recht entsinne. Da müssen wir uns mal was noch einfallen lassen. Dass wir da irgendwie was machen. Wir können natürlich einen globalen Cobblestone Generator machen. Der uns praktisch unser ME-System die ganze Zeit füllt. Das könnten wir machen. Und vom ME-System tun wir dann Sachen beispielsweise wie den Recycler oder sowas befeuern und hier drüben. Das wäre vielleicht schlauer, dass wir einfach praktisch irgendwas machen, wo die ganze Zeit Cobblestone durchgeschickt wird. Wo ich halt gucken muss, wie wir das irgendwie filtern, dass wir nicht allen Cobblestone hier hochjagen. Möchte ich eine Kiste? Wir könnten theoretisch eine Kiste machen, in die wir alles theoretisch extracten. Wie kriege ich das Zeug im Inventar? Ich brauche eigentlich direkt einen ME-Zugriff. Muss ich gucken. Da muss ich echt mal gucken, dass wir vielleicht... Und wir machen ein neues Blood Magic Network. Das könnten wir auch machen. Wir machen ein Blood Magic Network mit den Nodes und sorgen dafür, dass wir beispielsweise ein Interface haben, in dem wir Cobblestone haben und daraus importieren wir die ganze Zeit in hier dann praktisch das Ding zum Aufschmelzen beziehungsweise das Ding, was im Recycler dann arbeitet. Das würde funktionieren. Das würde funktionieren. Ich weiß gerade gar nicht, wie war denn das? Konnte ich den Bitdraw? Moment, ich habe doch einen Bitdraw, ne? Ah ne, gibt's nicht. Ach, den hatten wir nicht. Stimmt, nee, wir hatten nur das Fluid-Ding gehabt. Ja, stimmt, wir hatten keinen Bitdraw. Nope. Der war nicht dabei. Verdammt. Stimmt, da war ja was. Ah, ich wünschte, ich könnte einfach die Bits schön machen. Dass wir praktisch eine automatisierte Möglichkeit hätten, an Bits zu kommen. Aber das wird nichts. Schade. Okay, ansonsten hätte ich nämlich jetzt gesagt, wir machen einfach so ein Bitdraw. Da würden wir ja noch mehr rausbekommen, aber... Nee. Gut, so. Wir gucken einfach mal, wie lange das Ding läuft und ob es läuft. Irgendwann sollte es ja stoppen, weil... Arbeitet ja nicht mehr. Wir sollten auch genügend Slates haben, dass wir nochmal, nein, so, nochmal ein bisschen von den Room,
machen können. Flup. So, ich brauche nochmal. Ich weiß nicht, wie viel es sind. Moment. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Und zack. Okay, das heißt, wir brauchen noch ein paar. So. Das sind immer noch zu wenig, ich weiß. Aber ich bin jetzt zu faul, anders nachzuzählen. Okay, das sind noch 5. Ups, die sollten wir aber bekommen. Nein, das geht natürlich nicht. Ja, verdammt. Okay, dann machen wir nochmal. Dann machen wir nochmal ein Stack durch. Flup. Ups, nein, komm zurück. So, und dann, au! Sorge ich dann bis zum nächsten Mal dafür, dass wir dann wirklich das Zeug haben. Dann können wir nämlich Blood Magic upgraden, dann können wir uns die Dusk-Dinger machen, dann können wir uns die neuen, dann können wir uns die ganzen Rituale machen, brauchen nicht mehr die Elemental Inscribing Tools. Das ist schon mal ganz gut. Genau. Hier, das, wie gesagt, beobachte ich mal, wie sich das verhält. Es wird natürlich nicht reichen, bin ich mir absolut sicher. Weil wenn er 5 braucht, um einen zu erzeugen, kann er nicht auf ewig laufen. Das heißt, wir brauchen noch eine Cobblestone-Automatisierung. Da können wir uns dann noch ansetzen, nächste Folge, dass wir das hinbekommen. Und ich habe noch eine Blank Room. Eine habe ich noch. So. Okay, genau. Also wie gesagt, ich baue das bis zum nächsten Mal hier drüben fertig noch, dass wir das noch haben. Und dann gucken wir einfach mal, wie weit wir nächste Folge kommen und was wir noch schaffen. Bis dahin ist erstmal tschüss. Auf Wiedersehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Gehabt euch wohl. Bis dann. Bye.